Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Universe Sandbox 2. In der letzten Folge haben wir geguckt, was mit der Erde passiert, wenn plötzlich alle Länder ihre Atomwaffen abfeuern. Und ich kann euch sagen, war nicht so gut. Passend dazu wird es am heutigen Tag übrigens auch ziemlich radioaktiv. Wir gehen nämlich in den Workshop. Dort gibt es übrigens bei Top Charts, kann man hier die Nuclear War Simulation ausprobieren. Wir wollen jetzt aber was ganz anderes. Und zwar ein komplett radioaktiven Planeten ausprobieren. Ich habe ja schon immer geguckt, was passiert. Wir klicken den einfach mal an. Alter, da ist das Ding. Komplett radioaktiv verseucht. Und zwar habe ich ja immer geguckt, was passiert, wenn der Mond auf die Erde fliegt. Oder was passiert, wenn der Mars auf die Erde fliegt. Und das Ding könnte, glaube ich, richtig, richtig krass werden. Jetzt schnappen wir uns einfach mal unsere gute alte Erde. Wählen abfeuern. Gehen so ein bisschen weiter nach hinten. Zack. Oh Gott. Ich glaube, der radioaktive Planet wird die Erde komplett fressen. Ich weiß zwar nicht, ob das stimmt, aber meine Theorie ist, weil der radioaktive Planet ist größer und deswegen wird er einfach weggesnackt. Ich meine, da ist ja auch viel mehr Energie drin. Wie immer, Leute. Ich habe viel Halbwissen. Ich habe nicht so viel Ahnung, was das Ganze angeht. Vor allen Dingen so, was radioaktive Stoffe angeht. Aber in einem Atomkraftwerk, diese Brennstäbe sind doch super, super klein. Die haben doch absurd viel Energie. Und wenn man dann einen kompletten Planeten hat, der radioaktiv verseucht ist, also, wir schauen einfach mal. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr glaubt, wer von den beiden wird es schaffen. Die Erde mit Europa. Da wohnen wir alle Leute. Also die meisten von uns zumindest. Obwohl, warte mal. Ah, das stimmt. Ich könnte auch Zuschauer aus Afrika haben. Das sind dann aber einfach Deutsche, beziehungsweise deutschsprachige Leute, die sich das da reinziehen. Genauso in China oder Russland. Nee, warte, in China ist, glaube ich, YouTube verboten. So, jetzt ist aber genug gelabert. Jetzt müssen Taten folgen. Die Erde nimmt Kurs auf den radioaktiven Planeten. Euer NASA-Experte P. Diesel hat alles durchgerechnet. Wir werden es überleben. Es sieht eigentlich so aus, als wäre die Erde doch größer. Los, Erde! Mach uns stolz! Mach den radioaktiven Planeten kaputt! Denn wir haben einen Einschlag. In 3, 2, 1. Kollision, meine Damen und Herren! Ich werde das jetzt mal ein bisschen runterstellen. Von der Zeit. Da werden wir jetzt mal richtig schön ran an den Feind. Da in die Spalte. Radioaktiver Planet gegen Erde. Ich weiß nicht, wer gerade gewinnt. Oh nee, der radioaktive Planet ist viel größer als die Erde. Aber es ist noch alles gut. Hier drüben ist Europa. Wir sind noch nicht verloren. Momentan hat es eher, glaube ich, ja, das ein oder andere mehr erwischt. Europa geht es gut, Leute. Das müsst ihr euch immer wieder merken. Die ersten Fragmente splittern komplett ab. Die Frage ist das jetzt dieser radioaktive Planet oder ist es die Erde? Ich hoffe einfach, dass wir es irgendwie schaffen, den Planeten zu sprengen. Ich weiß auch nicht, was der für eine Masse hat. Wie ist dann so ein Erdkern bei einem radioaktiven Planeten? Also wir fressen uns zumindest immer weiter rein. Die Erde ist noch nicht geplatzt. Ich weiß nicht, wie das aussieht mit der Temperatur auf der Erde. 13.000 Grad. Scheiße, Mann! 13.000? Das ist wieder mal heißer als auf der Oberfläche der Sonne. Und ich glaube, das hat schon einiges zu bedeuten. Diese radioaktive Kraft, die wird da, glaube ich, schon ordentlich was freisetzen. Ich glaube, L.A. ist mittlerweile zerstört. Ich wiederhole, wir haben L.A. verloren. Alle Hollywood-Stars sind weg. Das ist unsere Chance, Leute. Also, das sieht überhaupt nicht gut aus. Aber die Oberflächentemperatur liegt bei Konstanten. 14.000 Grad. Ich glaube, die Erde wird verschluckt. Obwohl, der radioaktive Planet heizt, glaube ich, mehr auf als die Erde, oder? Ich schaue mir mal die Temperatur von dem an. Hier, 12.000 Grad. Oh, während die Erde ist jetzt auch schon bei 14.000. Alter, was ist denn hier los? Kann auch irgendjemand Europa erkennen? Nein, Europa. Ich glaube, die Erde wird komplett gefressen. Ja, da verdampfen die ersten Meere. Die Erde ist verloren, Leute. Oberflächentemperatur mittlerweile bei 15.000 Grad. Circa das Dreifache der Oberflächentemperatur der Sonne. Also ich glaube, die Erde hat keine Chance gegen so einen radioaktiven Planeten. Never ever. Da fliegt sie jetzt rein. Das kann man knicken. Wir können sie jetzt ein bisschen beschleunigen. Aber ich glaube nicht, dass der radioaktive Planet jetzt noch in irgendeiner Weise... Ja. Was ist jetzt passiert? Was ist das? Der radioaktive Planet ist mit der Erde verschmolzen, aber dann ist plötzlich das Ding entstanden. Was ist das? Ich sehe halt hier nur ein Fragment, beziehungsweise viele Fragmente. Wir beschleunigen mal. Alter, was haben wir erschaffen? Krass, wie das aussieht. Wow. Also ich muss sagen, die Erde? Nee.
Vom Weiten sah das so ein bisschen so aus wie so eine ganz sich schnell drehende Erde. Aber hier sind einige Fragmente, die so ein bisschen Ähnlichkeiten haben mit einem Planeten. Aber ich glaube, hier wird einfach alles verglühen. Alles fliegt auch in unterschiedliche Richtungen. Ich zoome mal ein bisschen raus. Aber das hat weder der radioaktive Planet noch die Erde überlebt. Schade. Dann nehmen wir hier, wir haben ja nochmal den nuklearen Planeten. This is a nuclear planet. Okay. Hat die Erde denn gegen den eine Chance? Ja, ich weiß nicht. Sieht von meiner Perspektive, ich zitiere einfach mal Julian Bam, alles ist eine Frage der Perspektive. Müssen wir mal gucken. Also, wir schauen einfach mal. So, Erde nimmt Kurs auf nuklearen Planeten. Erde. Was? Habt ihr das gerade gesehen? Ich weiß nicht, ob man das... Warte mal. Als ob. Der Planet ist eben größer geworden, als er mit der Erde zusammengeprallt ist. Ja. Als ob. Als wenn dieser Planet sich praktisch von der Erde ernährt. Da ist schon wieder. Jo, das ist doch nicht mal eine Frage der Perspektive. Das Ding manscht doch oder frisst einfach komplett die Erde. Und wird dadurch größer. Aber was sind das da hinten für Explosionen? Ich check's halt nicht. Und was sind das für Explosionen plötzlich auf der Erde? Oder da lösen sich auf jeden Fall irgendwelche Sachen. Als ob. Alter, wie geil das aber auch trotzdem aussieht. Die Erde wird einfach weggesnackt von diesem Planeten. Aber da hinten sind trotzdem irgendwelche nuklearen Reaktionen. Ich check's halt nicht. Die Erde hat noch nicht ganz aufgegeben. Ich weiß nicht, welche Länder da gerade noch existieren. Aber haltet durch. Nee. Gleich wurden wir komplett gefressen. Und zack. Irgendwelche Fragmente lösen sich zwar von dem Planeten. Der hat jetzt auch eine Temperatur von 13.000 Grad. Aber ich glaube, dieses Mal wird er nicht explodieren. Alter, er kriegt auf jeden Fall... Ja, wir haben wahrscheinlich, als ob, irgendeine nukleare Reaktion halt hervorgerufen. Der wird ja immer... Alter, der ist bei 30.000 Grad. Ah, ne, 3.000. Und die Oberflächentemperatur sinkt wieder. Wir lassen das mal weiterlaufen, ja. Das ist der nukleare Planet. Der fliegt jetzt so ein bisschen durch die Galaxie. Aber die Oberfläche kühlt langsam ab. 1500 Grad. Wir lassen den mal weiter drehen. Und, ja, wahrscheinlich ist die nukleare Kettenreaktion oder sonst was gerade beendet worden. Und das nukleare Material, ich habe keine Ahnung, Leute. Ich bin einfach überfragt, was sowas angeht. Ich lasse das Ding einfach nochmal weiter drehen. Ne, der kühlt wieder komplett ab. Wir sehen's. Temperatur sinkt immer weiter. Ja. Und geht jetzt sogar in die Minusgrade. Ja, gut. Aber, was passiert? Hier, radioaktiver Planet. Ich mach dich einfach ein bisschen kleiner. So, warte mal. Mal 0,5. Sodass du... Ja, genau. Jetzt bist du ungefähr die Hälfte der Erde. Werden wir es jetzt schaffen? Zack. Einmal Erde. Du musst das jetzt machen, Erde. 7 Milliarden Menschen zählen auf dich. Obwohl, wenn wir das schaffen, nicht mehr ganz so viele. So, dieser blöde radioaktive Planet. Diesmal werden wir nicht einfach explodieren. Los, Erde! Schnapp dir den radioaktiven Planeten. Alter, der sieht trotzdem noch so groß aus. Der ist doch schon wieder größer als die Erde, oder nicht? Warte mal, ich glaube, den müssen wir noch mal kleiner machen. Ah, vielleicht vom Radius? Oh Gott, jetzt ist er mir aber ein bisschen zu klein. Jetzt sieht das doch gut aus. Wir haben halt den Radius, ja? Ich hätte das mit der Masse ein bisschen anders machen müssen. Gucken wir uns das Ganze mal an. Ich hab's verstanden. Bitte komm schon, Erde. Du musst das machen, Junge. 42 Grad Oberflächentemperatur und direkt auf 1440. Wir haben den noch nicht mal berührt, den radioaktiven Planeten. Was? Bitte was? Was ist denn da gerade passiert? Der Planet war auch ganz kurz ein bisschen blau. Alter, als ob. Die Erde hat es einfach komplett zerrissen. Es ist gar nicht so viel passiert. Oberflächentemperatur ist jetzt auch nicht so krass. Oh Gott, jetzt nimmt er aber nochmal Oberflächentemperatur. Das kann doch nicht wahr sein. Ganz ehrlich, du blöder radioaktiver Scheißplanet. So, jetzt kriegst du aber von allen Seiten 4-mal die Erde gegen diesen blöden radioaktiven Planeten. So, auch nochmal einen von unten. Jetzt werden wir ja mal sehen, welche gewinnt. So, da kommen nämlich die Erden. Zack, von links und rechts und von unten und von oben. Fliegen jetzt lockerflockig in dich rein. Warum ist der plötzlich so groß, dieser radioaktive Planet? Also es scheint den Planeten, der saugt einfach alles auf. Es juckt den gar nicht. Krass. Jetzt schieße ich einfach eine blöde Sonne auf dich drauf. Was willst du denn jetzt machen? Bam. Sonne. In dein Gesicht. Zack, Alter, gegen Sonne hat sie keine Chance. Ja, gut. Was will man auch gegen die Sonne machen? Ganz ehrlich. Was passiert, wenn ich eine Sonne auf eine Sonne schieße? Mal gucken. Sonne gegen Sonne? Als ob. Was ist denn jetzt gerade passiert? Was habe ich hier gerade nochmal gemacht, Leute? Irgendwie sieht das ganz komisch aus.
Das sah vorher nicht so aus. Aber nun gut, Leute. Das war's mit einer kleinen Runde von Universe Sandbox 2. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und habt jetzt alle noch einen traumhaften Tag, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.